darf ich Sie ganz herzlich hier beim WSV begrüßen bei der Aktion Quartal 24 Stunden. Ich finde es schön, dass Sie sich für den WSV interessieren, dass Sie heute da sind. Dieses Quartal 24 Stunden steht ja eben vor dem Hintergrund, mal hinter die Kulissen zu blicken, dass man vielleicht einfach auch mal die Dinge sieht, die man normalerweise nicht so zu Gesicht bekommt. Wenn Sie jetzt hier sitzen, dann ist das hier unser Businessbereich hier im Stadion am Zoo. Das heißt, anderthalb Stunden vor dem Spiel ist hier entsprechend die Tür offen für unsere Partner, für unsere Sponsoren, aber auch für Spieler, Spielerfrauen, Trainer der Gästemannschaften oder auch sonstigen Scouts. Wir haben hier mit unserem Partner, der Metzgerei Kaufmann, ein entsprechendes Catering. Das heißt also, es wird hier entsprechend dann auch fürs leibliche Wohl gesorgt. Und sagen wir, das hier ist letztlich dann der Businessbereich, der sicherlich für einen großen Fußballverein wie den Wuppertaler SV somit das Wichtigste überhaupt ist. Wir brauchen unsere Partner, wir brauchen unsere Sponsoren und deswegen ist es eben ganz wichtig, dass die Leute hier zusammenkommen, dass die Leute miteinander reden, dass sie sich kennenlernen. Deswegen haben wir hier jetzt auch einen offenen VIP-Bereich, ein offenes Konzept, dass die Leute eben ja, aufeinander zugehen können, dass die Leute sich sehen. Und das ist sicherlich nicht überall so. Hier bei uns im Stadion ist es so, Stadion am Zoo. Und später werden sie auch die Möglichkeit haben, hier durch die Tür geht es dann direkt auf die Tribüne raus, auf die Sitzplätze. Und dann kann man da wunderschönes Spiel verfolgen. Und in der Halbzeitpause gibt es natürlich wieder was zu essen und zu trinken. Wir haben ja auch dann entsprechende Monitore, wo dann nach dem Spiel die Pressekonferenz übertragen wird. Vor dem Spiel, weil unsere Spielzeit ist in der Regel samstags mittags, läuft hier auch entsprechend Fußball, sodass man hier eine schöne, unterhaltsame Zeit verbringen kann. Und das ist einfach für uns ganz, ganz wichtig. Ich denke, Wuppertaler SV, momentan in der vierten Liga. Ich selbst bin seit 1. Juli hier beim WSV und verantwortlich für den sportlichen Bereich und für den Marketingbereich. Wir haben dieses Jahr uns ehrgeizige Ziele gesteckt und ich glaube, wir sind auch gut in die Saison gestartet. Wir haben aktuell 14 Punkte. Unser Trainer, der Günter Bruns, der ist ja seit letztem Jahr hier beim WSV. Der macht hier sehr, sehr gute Arbeit und ich glaube, wir haben nach einer sehr guten Vorbereitung dann auch jetzt einen entsprechenden guten Start gehabt. Und es soll auch entsprechend so weitergehen. Der Janis Hirt, der wird nachher mit Ihnen dann, sage ich mal, so ein bisschen, ich will es nicht sagen, die heiligen Hallen, aber ich denke, gerade so der Bereich Kabinen, Zeugwart, solche Dinge, das sind die Bereiche, wo man normalerweise nicht reinkommt. Einfach mal einen Blick reinwerfen, dass man auch mal so sieht, okay, wo arbeiten eigentlich die Spieler? Viele fragen sich ja immer, ist es wirklich Arbeit, ist es Spaß? Ich sag mal, ich glaube, es ist beides und es ist auch ganz wichtig. Wie ist so das Umfeld? Wie wird hier gearbeitet? Ich würde mich jetzt freuen, gerade jetzt auch am Anfang. Der eine oder andere ist vielleicht zum ersten Mal hier oder hat vielleicht jetzt auch an diesem Tag, an diesem Blick hinter die Kulissen, sich vielleicht auch Gedanken gemacht oder es gibt eine Frage, ja, die man unbedingt mal stellen will. Also ich sag mal, wenn jetzt da jemand vorab mal was wissen möchte über den WSV, über die Arbeit hier beim WSV, über Spieler oder über sonstige Dinge, dann ja, kann man das jetzt gerne fragen. Ich sag mal, es wird alles beantwortet. Insofern, gibt es da irgendwas, was mal vorab brennend interessiert? Du hast dich gerade gemeldet hier vorne. Ich? Ja. Ja. Also das nächste Spiel vom WSV, wann ist das? Das nächste Spiel ist morgen, ist ein Auswärtsspiel beim FC Krai. Aufsteiger, sicherlich eine anspruchsvolle Aufgabe. Wir haben jetzt auch am letzten Samstag in Fellbad gesehen, auch ein Aufsteiger, dass es keine Spiele gibt, die leicht sind. Insofern wird es morgen eine schwere Geschichte und wir wollen natürlich unbedingt da drei Punkte holen. Aber das nächste Heimspiel ist nächste Woche, Samstag, zu Hause hier gegen Schalke, zweite Mannschaft. Dann die Woche drauf, also freitagsabends dann, wir haben eine englische Woche, ist dann hier das Spitzenspiel gegen die Tore. Wie macht überwiegend die Mannschaft die Fahrten? Eher mit dem Zug oder ist das dann mit dem Bus? Wir haben einen eigenen Mannschaftsbus, ja. Der ist auch entsprechend gebrandet mit dem Logo des WSV und auch mit den wichtigsten Partnern und Sponsoren des WSV. Ist immer der gleiche Bus und ich sag mal, hier jetzt in der Regionalliga West ist es so, dass natürlich die Fahrten in
Tageserreichbarkeit da sind. Das weiteste ist, glaube ich, Wiedenbrück. Aber alles andere, ob das jetzt Essen ist, ob das jetzt Velbert ist, Düsseldorf, zweite Mannschaft, ist irgendwo von der Entfernung her in einer guten Stunde, halbe Stunde zu machen. Insofern ist es also nicht so, dass die Spieler oder dass die Mannschaft einen Tag vorher anreist beim Auswärtsspiel, was jetzt zum Beispiel in der dritten Liga der Fall war oder auch in der zweiten Liga der Fall ist, dann oder der Bundesliga sowieso, dass einfach hier wirklich am Tag die Mannschaft dann auch anreist. Mit dem eigenen Bus, jeder seinen festen Platz und jeder hat also seine Rituale. Das passt schon. Also Christian Knappmann, aus welchem Verein kommt der? Von welchem Verein ist er hierher gekommen? Der Christian Knappmann ist hierher gekommen von Wackerburghausen. Der war damals. Wie bitte? Aus Wackerburghausen ist er hergekommen, aber der hat in seiner Vista und in seiner Fußballerlaufbahn hat er schon einige Vereine gehabt. Aber der letzte war jetzt Wackerburghausen. Okay. Wie viele Zuschauer kommen denn so im Durchschnitt hin? Okay, also im Durchschnitt haben wir momentan, ich sag jetzt mal so 2.500. Ja. Wobei das sicherlich ganz stark davon abhängt, wie der sportliche Erfolg da ist. Ich glaube, wenn man gesehen hat, beim ersten Heimspiel gegen Fortuna Köln waren hier über 3.000 Zuschauer. Ich sag mal, wir haben jetzt in den letzten Monaten schon versucht, auch gerade hier in der Stadt, den WSV zu präsentieren und auf den WSV aufmerksam zu machen, Plakatierung mit unseren Heimspielbannern, auch mit anderen Aktionen, Partnerschaft mit dem Zoo, Partnerschaft mit dem Löwen Schabano. Ich glaube, das wird von den Leuten auch gesehen und wahrgenommen. Auch solche Aktionen wie heute sind extrem wichtig. Wir wollen in Wuppertal präsent sein und wir wollen auch den Leuten zeigen, dass es hier was zu sehen gibt. Aber ich glaube, die Zuschauer sind erfolgsverwöhnt. Und wir müssen jetzt hier in Vorleistung gehen, müssen entsprechend auch die Ergebnisse haben, dass die Leute, glaube ich, dann auch kommen. Aber ich bin hundertprozentig überzeugt, dass wir in der nächsten Woche, vorausgesetzt, wir werden morgen das Spiel in Krai entsprechend positiv gestalten, dass dann bei den Spielen gegen Schalke 2 und auch gegen Viktoria Köln, sind zwei Spitzenmannschaften, wirkliche Spitzenspiele, dass dann, sage ich mal, auch die Leute mehr als 2.500 da sind. Und dann, denke ich, liegt es an uns, dass wir dann auch, sagen wir, wirklich die Zuschauer und auch die Fans entsprechend zurückgewinnen, indem wir sie einfach mit einer guten Leistung überzeugen. Ja. Ladies first. Okay. Wie ist es denn mit dem Polizeieinsatz? Wer koordiniert das mit der Polizei? Wer bestimmt, wie viele Einsatzleute kommen? Und je nachdem, also grundsätzlich gibt es ein Sicherheitskonzept und es gibt ja auch Vorgaben vom Verband und auch, sag mal, von der Stadt und logischerweise auch von der Polizei. Es findet also immer regelmäßig vor den Heimspielen ein Sicherheitsgespräch statt. Daneben Vertreter der Stadt, Vertreter der Polizei, Vertreter des Vereins und auch Vertreter des Ordnungsdienstes und Rote Kreuz, also Feuerwehr, der ganze Sicherheitsapparat nimmt daran teil. Und dann wird einfach auch aufgrund der Erkenntnisse, die man hat, wer ist der Gegner, wie viele Auswärtsfans kommen, wie ist die Situation, was ist generell für eine Zuschauererwartung, wird dann entsprechend das Sicherheitsteam aufgestellt, die Ordnerzahl festgelegt und genau. Bezahlen tut das Land, der Polizeieinsatz, ne? Der Ordnungsdienst ist, sag ich mal, auf der Kostenstelle Wuppertaler SV. Wie? WSV? Polizei nicht, aber der Ordnungsdienst. Ja. Gibt es in der Verbandsliga auch Vereine, die vom Bahnhof abgeholt werden? Die Fans? Ich kann mir schon vorstellen, dass es das eine oder andere Spiel gibt, wo dann sicherlich im Sicherheitsbereich auch entsprechend eine Begleitung vom Bahnhof oder zum Bahnhof hin dann sinnvoll ist. Ich denke gerade Derbys wie jetzt Rot-Weiß Essen, Rot-Weiß Oberhausen. Aber das ist ja nicht nur hier so, sondern ich glaube, das ist ja dann bei den Vereinen genauso. Aber das ist immer situationsabhängig. Wie viele Fanclubs gibt es hier in Wuppertal für den WSV? Oder wer macht die Arbeit mit den Fanclubs? Mit diesen Radikalen? Oder? Also mit was mit den Radikalen? Ja, mit den Radikalen. Nicht die friedlichen, die meine ich jetzt nicht, sondern wer kümmert sich da um die... Also ich würde das jetzt mal nicht so differenziert sehen. Also wir haben grundsätzlich einen Fanbeauftragten, das ist der Christian Weiß. Und ich sage mal, ich glaube, es ist extrem wichtig für einen Verein wie Wuppertaler SV und generell für den Fußball, wenn eine Fanszene aktiv ist.
wenn hier Unterstützung da ist, sowohl für die Mannschaft, aber ich glaube auch für den Verein ist es wichtig. Ich denke, es gibt Regeln, an die halten sich die Fans. Es gibt logischerweise immer mal wieder Ausreißer, aber das ist jetzt nicht nur in Wuppertal so, sondern es ist, glaube ich, überall so. Aber ich glaube schon, dass wir hier eine sehr gute und eine sehr aktive Fanszene haben. Und da sind wir auch stolz drauf und ich glaube, es ist auch ganz wichtig für den WSV. Und ich sag mal, wir haben hier auch mit dem Christian Weiß einen Fanbeauftragten, der hier das Bindeglied im Endeffekt zwischen Verein und Fans ist. Darüber hinaus gibt es ja auch Initiativen wie jetzt Ein Dach für die Nord, die sich hier wirklich sehr auch um den Verein bemühen und mit sehr viel Engagement und Einsatz dort den Verein unterstützen bei Aktivitäten. Ich denke jetzt nur zum Beispiel mal an den Zoo oder auch an das Stadionfest, wo dort sehr viel gemacht wurde. Also ich glaube, das ist schon was Besonderes für einen Verein wie Wuppertal SV, der in der vierten Liga spielt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Fans haben und dass das weiter ausgebaut wird. Und ich sag mal so, ich finde, Emotion gehört zum Fußball. Und klar, manchmal passieren Dinge, die wünschen wir uns alle nicht und die, sag ich mal, sind auch nicht zu akzeptieren, das ist ganz klar. Aber man sollte nicht den Fehler machen, hier irgendwie eine ganze Gruppe über einen Kamm zu scheren und, so wie Sie es gerade gesagt haben, von Radikalen zu sprechen. Ich glaube, das ist der falsche Ausdruck. Aber Düsseldorf gegen Hertha war ja schon schlimm genug. Ne? Also, ohne Frage, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Aber wenn Sie die Fernsehbilder gesehen haben, dann habe ich da auch, sag ich mal, Frauen und Kinder am Spielfeld dran stehen sehen. Also ich glaube, man muss da wirklich vorsichtig sein, wenn man da irgendwo so eine Verurteilung oder so eine Bewertung vornimmt. Ohne Frage, solche Dinge gehören nicht in ein Fußballstadion, gehören aber nirgendwo hin. Nee. Und insofern will es auch keiner sehen. Und es ist auch, wie gesagt, in keiner Form zu entschuldigen oder auch zu akzeptieren. Aber man sollte nicht irgendwo sich dadurch verleitet fühlen, wenn irgendeiner einen Banner hochhält oder laute Lieder singt, dass das einer ist, der im Zweifel dann auch solche Dinge tut, weil das ist nicht der Fall. Ich finde, ein Fußballfan, der Emotionen zeigt und der sich hier identifiziert und einbringt, das ist eine super Sache. Da haben wir hier sehr, sehr viele. Und wenn Einzelne sich einfach nicht an die allgemeingültigen Regeln halten, dann ist es tragisch und dann ist es auch nicht zu akzeptieren. Aber man sollte da nicht solche Vorurteile treffen. Das denke ich. Oder sehen Sie das anders? Nein, ist nur so, wenn man mit dieser Polizeipräsenz, wenn man sich erlaubt, Samstag oder Sonntag, wenn Spiele sind, hier durchs Tal zu fahren oder am Bahnhof steht, wenn Auswärtsspiele sind, diese massive Polizeipräsenz, die bringt man dann immer in Verbindung mit dem Verein. Ja, wenn man hier durchs Tal fährt, dann stehen schon die ganzen Mannschaftswagen da, dann kriegt man so ein negatives Feeling. Ja, eigentlich müssen Sie doch dann Feeling kriegen, dass Sie sicher sind. Ja, aber ich glaube, man assoziiert dann, jetzt geht es wieder rum, oder? Okay, also ich glaube, wir haben in dieser Saison, und soweit kann ich es beurteilen, weil ich jetzt seit 1.7. hier bin und ich habe auch in der Vergangenheit hier viele Spiele gesehen, auch das Spiel zum Beispiel gegen Dortmund 2, wo hier glaube ich 5.000 Zuschauer waren und wenn ich da drüben die gelbe Wand sehe oder mir noch bildlich vorstelle, was hier los war, und es lief auch alles friedlich ab. Also ich denke, man sollte da jetzt nicht das zu negativ sehen. Na, dann ist es drin schöner als draußen wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. Das hätten wir also, oder? Ja, so. Okay. Ja. Ja, eine Frage haben wir, kommen wir nochmal zum BSV wieder zurück, weg von den Radikalen, weil das sind ja alles die Köpfe, die gibt es überall. Naja. Was hat sich der BSV dies Jahr wirklich mal ganz ehrlich als Ziel gesetzt? Und wir als Fans sind ja, ich meine, wir sind seitdem die drei ist, sind wir beim BSV und haben BSV gegen Bayern München gesehen und beim auf Schalke. Ja, genau. Ja, auch da, aber auch hier, ja, und okay. Die zweite. Okay. Das war ja ein Highlight und das wünschen wir Fans uns auch. Ich meine, mindestens dritte Liga muss doch mal jetzt drin sein. Und meine andere Frage, wir haben ja auch andere große Vereine hier in dem Umkreis. Ja. Kronberg, Sudberg, Ronsdorf, das sind ja Mannschaften, die in der Landesliga spielen, teilweise in der Oberliga spielen. Wie ist denn die Kooperation mit der WSV zu den Mannschaften, wie ist das Verhältnis? Weil die nehmen uns Zuschauer weg, sage ich mal, und wir nehmen die Zuschauer weg. Okay, also mal zur ersten Frage. Also eins kann ich mal sagen, Sie haben ja die Frage so gestellt, mindestens dritte Liga, also grundsätzlich ist ja mal so, man kann pro Jahr nur einmal aufsteigen. Also wir können jetzt nicht automatisch in die zweite Liga aufsteigen. Klar ist auch,
dass wir natürlich alle, und dafür sind wir, denke ich, alle Sportler, den größtmöglichen Erfolg haben wollen. Aber ich glaube, man muss realistisch sein und man muss auch wissen, dass in der Regionalliga West es einige Mannschaften gibt, und ich denke, mindestens mal eine Handvoll, die in einer ähnlichen Situation sind wie der WSV. Traditionsvereine, die sicherlich in der Vergangenheit andere Zeiten hatten, ob das jetzt Rot-Weiß Oberhaus ist, ob das Rot-Weiß Essen ist, auch Sportfreunde Siegen. Das sind sicherlich Viktoria Köln, Fortuna Köln insbesondere noch. So, das sind alles Vereine, die natürlich nach oben wieder wollen. Klar ist auch, dass die dritte Liga natürlich hochattraktiv ist. Es ist eine bundesweite Liga, auch eine andere TV-Präsenz. Aber ich glaube, man muss da schon sensibel mit umgehen mit diesem Thema. Weil, nochmal, in der Liga gibt es einige Vereine, die das Gleiche vorhaben. Dass wir hier nicht antreten, um am Ende Dritter zu werden oder Achter zu werden, das ist, glaube ich, auch klar. Aber man sollte wirklich seriös mit so einer Geschichte und auch mit so einer Prognose umgehen. Dass wir natürlich ambitioniert sind, ich glaube, das ist klar, wir sind eine Vollprofi-Truppe hier und wir wollen natürlich versuchen, so weit wie möglich nach vorne zu kommen. Aber ich glaube, es wäre vermessen, gerade auch wenn man die letzten Jahre gesehen hat, jetzt hier anzutreten und mit großen Parolen nach vorne zu gehen, sondern ich glaube, so wie wir das jetzt machen, ist es richtig. Man darf sich nicht irgendwo verstecken, aber man muss die ganze Geschichte auch realistisch einschätzen. Und die Regionalliga West, wenn man das mal vergleicht mit den anderen Regionalligen, ist sicherlich in der Spitze eine der ausgeglichensten Ligen, mit eben 5, 6 Mannschaften, die davor wegmaschinen werden. Das sieht man ja jetzt momentan auch schon in der Tabelle. Die Vereine, die Mannschaften geben sich kaum eine Blöße. Wenn man sich anschaut, wie Viktoria Köln startet, 6 Spiele, 18 Punkte. Auch ansonsten hat sich bis jetzt keiner große Ausrutscher erlaubt. Und das ist einfach charakteristisch für diese Liga. Und insofern muss man da wirklich versuchen, so lange wie möglich dabei zu bleiben. Und nochmal, in der Vorrunde oder im Winter ist noch keiner aufgestiegen, sondern eine Saison ist sehr, sehr lang. Die hat 38 Spieltage und wir müssen einfach versuchen, so lange wie möglich vorne mit dabei zu bleiben. Und dann kann am Ende des Tages werden Kleinigkeiten entscheiden, ob es für ganz vorne reicht oder ob man Dritter oder Vierter wird. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir eine konstante Saison spielen, dass wir das, was wir jetzt angefangen haben, dass wir diesen Weg weitergehen, nachhaltig. Und dann schauen wir, was bei rauskommt. Und ich glaube, mit dieser Strategie, da werden wir ganz gut fahren. Wichtig ist jetzt erstmal, dass wir eine Konstanz reinkriegen. Und die zweite Frage, ich glaube, es ist ganz wichtig, auch gerade in so einer Stadt wie Wuppertal, der WSV ist nun mal Aushängeschild und sicherlich der führende Verein, was jetzt das Thema Fußball angeht. Wir pflegen mit unseren Vereinen oder mit den Vereinen in Wuppertal, in den Stadtteilen von Wuppertal, ein sehr freundschaftliches Verhältnis, soll heißen, wir haben jetzt einige Spiele auch ausgemacht, wenn ein Jubiläum ist oder eine Platzeinweihung. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns hier in Wuppertal auch präsentieren, eben auch bei diesen Vereinen, die Klassen tiefer spielen, weil ich glaube, man darf das nicht so sehen, dass uns Ronsdorf oder Kronberg Zuschauer wegnimmt, sondern wir müssen es einfach so sehen, wir müssen es schaffen, dass Ronsdorfer und Kronberger sagen, jawohl, wir schauen uns klar auf Ronsdorf und Kronberg an, aber ich sag mal, der Wuppertaler Verein, das ist der WSV, und samstags oder freitags oder sonntags gehe ich zum WSV und unterstütze diesen Verein. Da müssen wir hinkommen und deswegen müssen wir uns hier auch in der Stadt den Leuten präsentieren, indem wir Freundschaftsspiele machen, indem wir bei Jubiläumsveranstaltungen da sind. Und deswegen sagt, das machen wir. Haben jetzt auch in der Vorbereitung hier in den einzelnen Stadtteilen ja auch Vorbereitungsspiele gemacht. Für den Winter sind jetzt auch welche geplant. Also das ist uns sehr wichtig. Und man sieht es ja auch, dass wir bei jedem Heimspiel haben wir Einlaufkinder, die ja auch von den, ich sag mal, sogenannten kleineren Vereinen der Umgebung kommen, sodass da schon eine Verbindung da ist und die Leute schon sich auch zum WSV hingezogen fühlen. Marco Neppe, ist er jetzt hier im Vorteil oder nicht? Wo er jetzt gerade ist, weiß ich nicht, aber er hat auf jeden Fall heute Morgen hier trainiert und wird auch morgen im Krai dabei sein. Und dann noch eine Frage. Ich bin ja schon eingeloggt als Fahnenschwimmer. Wie kann man denn Fahnenschwimmer werden? Also Fahnenkind, ja. Genau. Der Rolf Duhr, unser Jugendleiter, der koordiniert es entsprechend.
Wir werden jetzt auch in Zukunft eine Gruppe von Ballkindern uns suchen, so ein Pool von 20, 25 Kindern, die dann einfach fest als Balldienst bei den Spielen dabei sind. Wie gesagt, es läuft über den Rolf Buhr, wird auch demnächst auf der Homepage entsprechend veröffentlicht werden. Aber du kannst gerne da mal eine E-Mail hinschreiben, jugend@wuppertalersv.com, und dann ist es genau an der richtigen Adresse. Ja? Super. Gibt es weitere Fragen? Kommt der Herr Jung schon mal zum Spiel? Der Oberbürgermeister? Nein, der Co-Trainer heißt Jörg Jung, der ist. Nein, meine ich nicht. Also, ich weiß, dass der Oberbürgermeister, und da sind wir auch stolz drauf, in der Vergangenheit das ein oder andere Mal hier, wenn sein Zeitplan erlaubt, war. Und ich glaube, das ist ja auch eine gute Sache. Gibt es weitere Fragen? Sie warten alle drauf, dass Sie die Hallen halten. Da würde ich folgendes vorschlagen, dann sage ich erstmal vielen Dank. Wünsche hier beim WSV viel Spaß und vor allen Dingen vielleicht den einen oder anderen interessanten Einblick. Und würde mich natürlich freuen, wenn Sie beim nächsten Heimspiel gegen Schalke 2 oder dann freitagsabends gegen Viktoria Köln dann auch mal gucken, was die Mannschaft auf dem Platz abliefert. Darf ich bedanken und freue mich, dass Sie hier sind, und übergebe jetzt an den Janis, der, sage ich mal, so die Geheimwege zeigt. Genau. Vielen Dank. Ich denke, es ist soweit alles gesagt zum WIP-Bereich. Ich würde sagen, wir gehen direkt weiter auf die Herrenloge. Ich bringe das Stadion nochmal von außen. Hallo, die Schwerdetür. Ich werde dir auch gefühlt, diese Dinger hier sind, diese Türen. Das ist ein Turnier von der Stadt, das heute ausgerichtet wird. Lass ja jeder mitspielen? Nee, das sind Stadtabgeordnete hauptsächlich. Sie können gerne Platz nehmen, dann können Sie sich mal fühlen. Ich bin schon gehört, dass du da bist. Das ist jetzt ein super YouTuber, was? Was da? Ich bin alt geworden, die Spiele. So, um es vorwegzunehmen, die Stadt veranstaltet einmal im Jahr ein Turnier mit ihren städtischen Mitarbeitern. Und deswegen sind hier gerade so viele Menschen auf unserem Platz. Ja, wir befinden uns hier gerade in der sogenannten Ehrenloge, auf der Ehrenloge. Auf der Ehrenloge sitzen an Spieltagen hauptsächlich unsere größten Sponsoren, unser Vorstand, unser Verwaltungsrat. Und wie man sieht, man hat einen ganz, ganz guten Blick von hier aus. Warum ich Ihnen das hier auch zeige, ist, ich werde Ihnen ein paar verschiedene Blickwinkel des Stadions zeigen. Wir gehen auch gleich mal in den Regieraum hinter Ihnen, damit Sie mal sehen, wie unsere Mitarbeiter der Regie arbeiten. Und also heute ist, wie gesagt, hier ein Turnier. Normalerweise ist der Platz ganz geräumt, damit er auch gemäht werden kann und bewässert werden kann, wenn nötig ist. 1:1. Und der Unterschied zum Spieltag ist natürlich, dass dann auch Banden aufgebaut werden, dass Werbewürfel hier platziert werden, sodass das dann im Großen und Ganzen ein nettes Bild gibt, was natürlich hauptsächlich auch für Fernsehkameras gedacht ist, die in der Regel dann hier vorne auf dem Podest stehen und dann die ganze Gegend gerade im Blick haben. Ja, im Jahre 2008 ist unsere zweite Tribüne eingeweiht worden. Vorher war hier eine ganz berühmte Fahrradstrecke einmal rum. Das war ganz berühmt in Deutschland. Die war die schnellste Radrennstrecke Europas. Ja, deswegen war das Stadion am Zur damals auch oft für Radveranstaltungen besucht. Und wie gesagt, im Jahre 2008 wurde mit dem Umbau abgeschlossen und nur noch die Ecken erinnern ein bisschen an die Rundungen, die davor hier im Stadion am Zoo waren. Ja, haben Sie Fragen zu dem Bereich, zum Ausblick, zur Ehrenloge? Wie viele Leute passen rein? Es passen 23.000 Leute in unser Stadion rein.
Wie der Gebert vorhin sagte, haben wir im Moment einen Schnitt von 2.000 bis 2.500. Also es sind ein paar Plätze leer und wir hoffen natürlich auch in dem Bereich. Was kostet denn eine Karte? Eine Tribünenkarte kostet 15 Euro und eine Stehplatzkarte kostet 9 Euro bzw. 8 Euro ermäßigt. Jetzt bleibt ja die Tribüne für die Gäste normalerweise. Ja. Wenn die jetzt mit der Regionalliga sonst mit 30 bis 50 Leuten dann erscheinen, beziehungsweise bleibt die 1-2 gegen. Also wir lassen bei kleinen Spielen, gerade gegen zweite Mannschaften, die Tribüne in der Regel leer und setzen unsere Gäste dann hauptsächlich in den äußersten Block zum gleichen Preis. Sparen ist natürlich auch Ordner und dementsprechend Geld. Das Stadion ist genau. Wir sind Mieter der Stadt. Die Stadt ist Eigentümer des Stadions. Und das Spiel genau. Haben die Räumlichkeiten. Es gibt zum Beispiel vorne bei diesen Catering-Stores auf beiden Seiten los, das ist nicht so einfach, eine Genehmigung zu kriegen, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ja. Bitte? Der Anzeigentafel, passiert da nochmal was? Also die Frage kommt natürlich, ist mir völlig klar, ja, also die Frage kommt natürlich häufig, aber es ist einfach eine Kostenfrage, ja, also die müsste hochgesetzt werden. Da müsste ein neues Fundament gegossen werden und das ist unheimlich aufwendig und dementsprechend teuer und für uns im Moment nicht machbar. Gibt es weitere Fragen? Oder Anregungen? Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal Richtung Regieraum. Folgen Sie mir einfach. Echte Führung. Was ist hier? Das ist die andere Hälfte des Wippons. Achso. Regieraum. In der Regie wird zum Beispiel unsere Anzeigentafel gesteuert, auch wenn man so nicht gut sehen kann, die ist auf jeden Fall mal an. Und hier werden auch Statistiken geführt, hier sitzen am Spieltag in der Regel 5 bis 6 Leute. Wir haben einen DJ, der unser Mischpult bedient und dementsprechend die Musik einspielt. Dann haben wir einen Herrn, der darauf achtet, ob es eine Ecke gibt oder einen Freistoß. Das sind alles Vermarktungsmöglichkeiten, die werden dann auch auf der Anzeigentafel angezeigt und das wird dann hier von jetzt auf gleich koordiniert und wie gesagt auch vorab beobachtet. Von hier aus kriegt auch unser Stadionsprecher Informationen, der steht in der Regel am Spielfeld, immer am Mikrofon, ob zum Beispiel die Zuschauerzahl ist oder ein Auto falsch geparkt hat. Das kommt immer erst nach oben als erste Anlaufstelle für Informationen und von hier oben wird es dann an die entsprechenden Herrschaften verteilt und weitergegeben. Ich hoffe, man sieht hier auch ganz guten Blick, sodass man wieder wirklich alles im Blick hat, genau. Es ist vor allem auch warm im Winter, sind die Fenster zu. Und da sind ja auch öfter noch mehr als 5 Leute drin. Der Stadionsprecher ist immer unten. Der ist in der Regel immer unten, genau. Um wirklich direkt alles mitzukriegen, wenn Auswechslungen sind zum Beispiel. Oder wenn er mal nicht gesehen hat, wer ein Tor geschossen hat, dann wird das dann von hier oben direkt an die Seite gegeben. So dass hier ein ständiger Austausch vorherrscht. Wenn Sie alle ein bisschen vorgucken, hier vor ist unsere sogenannte Pressetribüne. An jedem
Presseplatz ist ein kleiner Tisch mit einem Stromanschluss und auch einem Internetanschluss, sodass unsere Journalisten, die wir hier haben, ihre Infos direkt in die Welt verteilen können, wenn sie möchten. Wir haben noch eine etwas spartanischere Art und Weise im Block W, das sind zwei Blocks weiter auf der linken Seite. Da haben wir nochmal zwei Reihen mit Presseplätzen, auch mit einem kleinen Tisch und Strom und Internet, sodass unsere Pressevertreter hier ganz gute Arbeitsmöglichkeiten haben. In der Mitte, wie ich vorhin gezeigt habe, steht in der Regel ein Kameramann, der das Spiel aufnimmt, für interne Zwecke, aber auch für unser WSV-TV. Unsere Spieler zum Beispiel werden immer vor den einzelnen Spielen heim und auswärts auf die Gegner eingestellt und haben dann eine sogenannte Videoanalyse des Gegners und aber auch oft von ihren eigenen Spielen, um Fehler aufzuzeigen, was dann im Endeffekt besser werden sollte. Ja, hier auf der Pressetribüne sitzen hauptsächlich unsere Wuppertaler Journalisten. Und wenn wir jetzt größere Spiele haben, gegen Rot-Weiß Essen zum Beispiel, nutzen wir dann auch den Block W. Das war in der dritten Liga Anforderung, weil wir da auch Spiele gegen Dynamo Dresden hatten, Fortuna Düsseldorf, die in der Regel dann mehrere Journalisten mitbringen und dann reicht der Platz hier nicht mehr aus. Also von der Straße her kann man die Anzeigentafel prima sehen. Das stimmt, ja. Das stimmt. Wie gesagt, nur von der Tribüne leider nicht, von wo es sein sollte. Ja, haben Sie Fragen zum Regiebereich, Regieraum? Gibt es eigentlich noch diese Probleme mit den Anwohnern des Zooviertels? Also ich sage also mal Lautstärke der Durchsagen oder ähnliches, oder ist das, was es vor ein paar Jahren mal gab, oder ist das inzwischen beigelegt? Leider nicht. Also da gibt es ein aktuelles Gerichtsurteil. Deswegen sehen Sie auf diesem Mischpult auch diese Alu-Verkleidung. Darüber könnte man die Lautstärke regeln. Aber sie ist leider verplombt, wie man sieht. Wir haben vergangenes Jahr eine neue Lautsprecheranlage gekriegt, die dem europäischen Standard angepasst wurde. Bei Leverkusen hat zum Beispiel die gleiche Anlage, nur wir dürfen sie leider nicht aufdrehen. Das heißt also, wenn man auf der Gegengerade ist, wie ich das selber schon erlebt habe, dann muss man damit leben, dass die Durchsagen schwer zu verstehen sind. Leider ja, leider ja. Ja, das ist genau angepegelt. Wir haben das mit einem Notar und so weiter alles hier angepegelt und abgestimmt. Wie lange wohnen die Leute denn hier, die da gemockert haben? Ewig. Ja, dann wissen die doch Bescheid. Eben. Das Schlimmste ist aber die neu dazuziehen. Ja, die darf man ja gar nicht fragen. Wir fragen auch niemanden, aber die kommen schon von selber auf uns zu. Ja, aber das ist unmöglich. Ja, es ist wirklich ärgerlich, ja? Vor allem wenn wir jetzt eine tolle Anlage haben, die wir nutzen könnten. Aber wie gesagt, es gibt da ein bestehendes Gerichtsurteil, das so leider nicht anfechtbar ist. Ist man jetzt schon ist man auch nicht in weitere Instanzen gegangen? Doch, das war alles schon bis zum Ende. Aber es ist leider durch. Das ist auch eine Besonderheit pro Partei. Ja. Deswegen finden ja auch keine Konzerte zum Beispiel statt. Eben. Da kommt eins zum anderen, hier wird es sicherlich viele Möglichkeiten geben. Aber so einfach ist das leider nicht umzusetzen. Gibt es weitere Fragen? Vielleicht ist noch ganz interessant, wir haben den gleichen Bereich durchgehend nochmal oben drüber. Da sitzt die Polizei. Wenn man ein bisschen rausguckt, ist da ein kleiner Balkon. Mhm. Da stehen die bei Sicherheitsspielen, also jetzt nicht gegen zweite Mannschaften, aber ich sage immer gerne Rot-Weiß Essen zum Beispiel oder Borussia Dortmund, als sie vergangenes Jahr hier waren, wenn die Tribünen voll sind, mit der Kamera und beobachten dann hauptsächlich den Gästebereich, haben oben große Bildschirme hängen, wo sie dann direkt gucken können, wo vielleicht Problemherde auftreten können und beobachten dann von da auch das Geschehen hier im Stadion. Ja, haben Sie noch Fragen? Sonst würde ich sagen, gehen wir jetzt mal wirklich in die Heiligen Hallen. Ja, einfach die Treppe ganz nach unten durch und einfach durch die Tür durch und dann treffen wir uns wieder. Das kann ich nicht sagen, weil ich es leider nicht weiß. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Das war doch mal. Hier vorne. Diese Aluschiene, die du drauf hast. Wenn der Wuppertaler nicht meckern, ist er kein Wuppertaler. Das stimmt, genau. Boah, aber das sind mir schon wieder auf den Nerven. Ich kenne das ja hier irgendwie aus. Ich hoffe, dass er schon lange noch dabei ist. Helene Fischer. Und jetzt habe ich besser. Jetzt mache ich auch noch einen Sachen drauf. Ach, warte schön. Da kann ich besser mit meinen Arbeitgeberverein machen. Ja. Hier war wirklich letztes Jahr immer Freitag oder Dienstag. Konnte ich nicht mehr vereinbaren. Ja.
gut, die wird sorgfältig. Ja, schön. Man, ja, gut, man guckt sie sich ja auch. Ja, Mixed Zone. Hier werden abgespielt, also hier werden diese Absperrungen aufgebaut, links und rechts von der Tür. Und hier stehen dann nach dem Spiel unsere Journalisten und die Herrschaften von der Presse und Internet. Die Spieler kommen direkt vom Platz. Unser Pressesprecher, der erzählt, es holt dann die Spieler, die vorher gewünscht wurden, vom Platz ab, begleitet die hier in die Mixed Zone und dann werden hier direkt die Interviews nach dem Spiel geführt und anschließend im Presseraum weiter bearbeitet und direkt weitergeschickt. Ja, deswegen Mixed Zone, weil das hier alles zusammengemixt wird, was nach dem Spiel sozusagen ist. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt Allerheiligste in unsere Kabine. Eine Premiere, das hatten wir noch nicht. Genau. Da wird ja wohl keiner drin. Ist auch alles leer? Nee, leider nicht. Ich würde Sie bitten, die Sachen, die ich natürlich nicht zu lassen. Was für Sachen? Ach Gott, doch. Ja, die hat man morgen noch Training. Deswegen ist es auch noch nicht ganz sauber. Aber schön warm, ne? Aber schön warm. Gibt es ja auch Mannschaftsarzt? Ja, gibt es auch. Ist schön auch. Also meiner, Otto Bede. Otto Bede. Treten Sie ruhig ein bisschen näher. Osmeier. Sagen wir mal. So, sind alle da? Also hier befinden wir uns jetzt im wirklich Allerheiligsten des WSV, ja, in unserer Mannschaftskabine. Hier wohnen unsere Spieler sozusagen die Woche über und arbeiten hier. Wie Sie sehen, hat jeder seinen eigenen Spind mit einem kleinen Tresor drin, sodass die Sachen, die dann hier rumliegen, auch nicht unbedingt wegkommen müssen. Ja, jeder hat ein paar Fußballschuhe über seinem Spind stehen, wie Sie sehen, für sämtliche Wetterlagen ausgerüstet. Hinter der Tür da ist auch noch ein Massageraum, wo unsere Physiotherapeuten arbeiten, da haben wir zwei von. Und da werden unsere Spieler dann nach Trainingseinheiten oder gerade nach Spielen auch behandelt. Hier auf dem Tisch werden vor dem Training Obst und Kuchen ausgelegt, sodass die Jungs sich auch andauernd stärken könnten, wenn sie wollten. Getränke werden vorbereitet und die Trainingsklamotten und die Spielklamotten werden natürlich am Spieltag auch so vorbereitet, dass sie sie eigentlich nur noch anziehen müssen. Also die müssen sich wirklich hier um nichts groß selber kümmern. Ja, das ist schon Profifußball, was wir hier betreiben. Ja. Wer ist denn für die Musik zuständig? Hier, ich glaube, das ist auch Herr Knappmann ganz vorne. Also der setzt da schon seinen Willen durch. Wer putzt die Schuhe? Das machen sie selber. Ah ja. Das machen sie selber. Ja, so weit kommt's noch. Schön, die Schuhe passen uns. Genau. Haben Sie eine Frage noch dazu? Ja. Den Tag, bitte. Wo ist Neppe? Wo ist von Neppe das Trikot? Ich denke, weil er gestern erst verpflichtet wurde, wird es dann nächste Woche dann. Gestern erst wurde er verpflichtet? Genau. Genau. Bis dahin hat er noch kein Schild gehabt. Und wer ist Polk? Polk haben wir neu dazubekommen. Aus der zweiten Mannschaft dann? Ja, der war eher aus der Jugend. Bitte. Gibt es denn nicht auch irgendwo ein Schwimmbecken oder so? Ja, da gehen wir jetzt weiter. Achso. Gibt es noch Fragen? Sonst würde ich sagen, gehen wir mal einmal durch die Kabine durch. Ja, glaube ich.
außer Folge nach dem Spiel kalt sein, damit du wegen der Muskulatur. Wir haben hier vorne so eine Tonne, da steigen die in der Regel danach den Spielen kurz rein. Okay. Ja, und gerade nach Trainingsanheiten sind sie sicher nicht mehr drin. Das sind natürlich auch Fußballer, die machen da gerne mal ein bisschen Quatsch zwischendurch. Also ich denke, ich sage ein paar Worte im Raum weiter, weil die ist ein bisschen eng und warm. Ich spiele Playsy? Unfassbar! Wow. Und ich dachte, ich spiele. Okay. Treten Sie ruhig ein bisschen vor, dann können alle noch ein bisschen Platz. Genau, ich weiß niemanden. Sind alle da? Nee, da fehlen noch ein paar. Achso. Wir probieren die Schuhe an, oder? Ja, also wir sind jetzt gerade an unserem Entmüdungsbecken vorbeigekommen. Das Entmüdungsbecken ist ziemlich heiß, das Wasser. Das ist gut für die Muskulatur. Da legen sich unsere Spieler dann nach Trainingseinheiten oder auch nach den Spielen rein. Und selbstverständlich kann man das noch ganz gut feiern, wenn man hier was zu feiern hätte. Also vorsichtshalber ist immer Wasser drin. Ja, auch die Sauna wird in der Regel benutzt, ja, was auch sehr gut ist zum Entschlacken und auch für die Muskulatur nach harten Trainingseinheiten. Also die wird oft genutzt hier. Hier gerade befinden wir uns im Ruheraum. Ja, hier legen sich die Spieler, wenn sie zweimal am Tag Training haben, gerne ein Stündchen hin oder ein halbes. Oder spielen Playstation, trinken einen Tag Kaffee. Also wir versuchen das ihnen so angenehm wie möglich zu machen mit unseren Möglichkeiten hier im Wuppertal. Also zwei Trainingseinheiten am Tag? Einmal zweimal die Woche. Also einmal auf jeden Fall. Und wie lange sind die immer? 90 Minuten. In der Regel, ja. Die, also wir haben drei kleine Minibusse, mit denen trainieren die am Freudenberg oder an der Oberbergischen Straße. Aber hauptsächlich am Freudenberg. Da fahren die dann eben hin, 5 Minuten, trainieren da und fahren wieder zurück. Also wir haben hier einen Kraftraum im Stadion und das wird dann hier. Ja, gibt es noch Fragen zur Kabine, zum Kabinentrakt? Ist die Gästekabine ganz genauso eingerichtet? Also die ist von der Größe ein bisschen kleiner und hat auch keine Ermüdungsbecken. Ja, also da gibt es dann natürlich Duschen. Und eine Toilette auch, aber das ist alles ein bisschen spartanischer. Aber völlig ausreichend. Also das, da gibt es auch viel Schlimmere in der Liga. Gibt es weitere Fragen? Bitte? Die Autogrammkarten werden nächste Woche fertig sein. Die Jungs, wir haben sie gestern gekriegt, die werden jetzt unterschrieben. Und dann werden sie kommende Woche bereit liegen. Wo kriegt man die Autogramme her? Ja, zum Beispiel auf der Geschäftsstelle. Ja, wir werden die auch in unserem Online-Shop mit einbringen, sodass man sie auch online kaufen kann. Gibt's kaufen. Bitte? Kaufen. Ja, die kosten uns ja auch Geld. Ja, die können wir so nicht einfach weitergeben, war das dann nicht. Und wie viel? Ja, 5 Euro kostet ein Satz. Also mit allen Spielern. Gibt's weitere Fragen? Sonst würde ich sagen, zeige ich Ihnen mal, wo unsere ganzen Trikotagen und Trainingsklamotten lagern. Hi. Go, Mutter! Genau! Aber ganz ruhig hier, ne? Hey, das sind ja noch die alten Spieler! Guck mal! So, hier wird gerade sortiert. Der neue Spieler. Und wie gesagt, ne, muss man alles kontrollieren, Lothar. Du bist ja nett da hinten. Ja. Hier wird auch viel gearbeitet, das wisst ihr ja. Ja. Meinen Sie, was wir hier Wäsche durchhauen? Ja, 8 mal 9 Maschinen. Ich bin so ein bisschen leer, da können alle rein. Jeden Tag. Manchmal 2-mal am Tag. Ja. Ist schon viel Arbeit. Aber mir macht Spaß, ne? Sonst wäre ich schon weg. Das denke ich mir. Einmal Größe S. M. So, also hier befinden wir uns
in unserer Wäschekammer. Hier werden unsere Trainingsklamotten gewaschen und natürlich auch die vom Spiel. Wir lagern die Klamotten unserer Spieler. Und das Ganze hier ist das Reich von unserem Zeugwart Lothar Wirth. Lothar? Ja. Lothar passt hier auf, dass alles seine Ordnung hat, dass die Sachen gewaschen werden, dass die neuen Spieler ihre Klamotten kriegen. Gerade ist er dabei, die Sachen für Marco Neppe zusammenzupacken, damit er auch was zum Anziehen hat. Genau. Damit er genauso aussieht wie die anderen auch. Genau. Ja. Wie oft wäscht ihr, Lothar? Ja, ich sag mal acht Maschinen. Ja. Jeden. Bei einem Trainingsprogramm. Genau, also jeder Spieler. Wenn wir zweimal haben, wir 16 Maschinen. Ja. Genau, also jeder Spieler hat zwei Trainingsausrüstungen, ja, also zwei Hosen, zwei Pullover und so weiter, sodass wir da keine Probleme haben, wenn wir auch zweimal am Tag trainieren. Und wie gesagt, Lothar wäscht dann immer zwischendurch fleißig. Bisschen nett, ich